So. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Kampf, oder? Mit der Reaction zum Kampf. Production presents. Lass uns in den Käfig gehen, ich trete gegen ihn an, bin wie DFB, keine Gewichtsklassen. Fan for Pain, wenn sie heute über dich schlacht, komm zu Fan for Pain, zeig was du kannst, schein dir ein Star, immer weiter mein Brat. Thank you, thank you. Läuft. Zeig jetzt allen, du bist Killer. Kein Rückzug, kein Aufgeben. 100% so bei der Regen. Herzlich willkommen zu Fame for Pain, der größten Kampfshow im deutschsprachigen Raum. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Neosubs und Smilodogs bedanken. Mit ihrer Unterstützung können wir diese Show realisieren. Denn zum ersten Mal in der Sporthistorie wird eine Frau gegen einen Mann nach MMA-Regeln kämpfen. Julia gegen Stefan. Also Bratans, lehnt euch zurück, nehmt euch was zu essen. Fame for Pain! Wir haben Ärzte da, wir haben Sanitäter da. Ringrichter ist heute Bernd Kornmeier. Wir haben heute die Ehre, zwei Kommentatoren begrüßen zu dürfen. Matthias Preuß, Klaus Nonnenmacher. Endlich kommen wir jetzt zu dem Kampf, auf den wir lange gewartet haben, Bratans. Als erstes kommt zu uns in den Ring Julia, 22 Jahre alt, aus Frankfurt, ursprünglich aus Montenegro, die sich nicht traut, nur gegen einen Mann anzutreten, sondern die schon sogar gegen einen... Oh, aus Montenegro kommt die, okay. ...Tiger gekämpft hat. Herzlich willkommen, Julia! Fan for Pain! Julia, die Frau, die für Frauenrechte mit Fäusten kämpft. Was würdest du sagen, wenn Stefan dich anzeigen würde nach dem Kampf? Ich stehe auf bosnische Frauen, ne? Muss ich ja mal so sagen. Bitte nicht in meinen Ordner, ist kein Platz mehr für Anzeigen. Ich freue mich echt auf den Kampf. Sogar Kevin und Slavik haben sich nach der Talkshow eingekackt. Julia musste viel Kritik einstecken. Cringe, respektlos, arrogant. In welcher Runde denkst du, gehst du K.O.? Ich hoffe nicht in der ersten. Ja, gegen den Tiger kämpft, Digga. Hat sie wirklich gegen einen Tiger Was mich ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, dass sie hier halt wirklich so einen Hampelmann als Gegner genommen haben, ne? Gegen sie. Das Problem ist, er ist halt voll der Hampelmann. Er ist auch als Security ein absoluter Lappen. Also ich habe durchaus ganz andere Securities in meiner Laufbahn gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und er ist einfach auch als Security meiner Meinung nach absolut ungeeignet für den Job. Man sieht, dass er überhaupt nichts kann. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch keiner, der halbwegs kämpfen kann, also der wirklich auch mal Sparring gemacht hat und sagen wir nur halbwegs aktiver Kämpfer ist, ne? Er muss ja kein Profi sein, aber jemand, der regelmäßig in den Ring steigt und trainiert, ne? Kein solcher Mann wird mit einer Frau in den Ring steigen. So, das ist einfach. Und sie hätte auch gegen keinen solcher Männer eine Chance. Das muss man auch ganz klar sagen. Gekämpft, oder wird Stefan der erste Tiger sein, der sie zerfetzt? Weil die Leute sind am Boden und du kannst weiter drauf demolieren und es fand ich richtig geil, richtig stabil, krass. Wenn ich dich wiedersehe, kriegst du wieder einen Klatsch. Auf was habe ich mich da hingelassen? Zu spät, würde ich mal sagen. Stefan, heute wird eine Frau dir zeigen, wer der richtige Mann im Käfig ist. Ich werbe dich für Music, du fotzt so, das war wie Kälte zittert, krach ich's werden lass. Wenn ich im Joker ins Meeting von Chapter Universe platz. Blatt, halt mal Abstand, geh zur Seite, sitz aus tiefer bei einer Shisha. Ich mach Mathe, wenn ich heiß bin, bei ES-Mods im Kader, hab den Bock auf. Es war schwer, einen Gegner für Julia zu finden, der sich traut, gegen sie im Ring anzutreten. Ihr habt selber gesehen. Aber wir haben jemanden gefunden, Stefan, 37 Jahre alt, aus Berlin, der...
Bei den Lippen lieber ein Blowjob. Wie er selbst sagt, ich würde mit ihr lieber was anderes anstellen, als mit ihr zu kämpfen. Herzlich willkommen, Stefan! Was anderes mit ihr machen, dachte sich der Bratan vor der Talkshow. Dein Idealfall, wie du den Kampf beenden würdest. Lebend. Ich dachte, Stefan würde jeden Moment die Talkshow verlassen. Aber der Mann hat mehr Eier als 12-jährige Hate-kommentierende Keks. Der Typ sieht aus wie so ein Alki, Alter. So eine Leute treffe ich morgens am Kiosk, wie die sich 5 Flaschen Bier kaufen. In ihrer Dingens, Alter. In ihrer Stofftüte. Er nennt sich selber Psycho. Stefan, der die fliegenden Gummifäuste mit dem Gesicht abwehrt. Stefan stand so, als wenn er an der Tür steht, so. Der Bereitschaft war gleich null. Der einzige Berater, der den Schwanz nicht eingezogen hat und sich traut, gegen Julia anzutreten, ihr Motherfucker. So, Julia, ich bin kampfbereit. Ich hoffe, du auch. Jetzt musst du den richtigen Tiger kennenlernen. Ihr kennt beide die Regeln. Haltet euch an die Regeln, hört auf meine Kommandos und das Wichtigste, Selbstschutz. Schützt euch die ganze Zeit. Habt ihr Fragen? Keine? Dann shake hands und ab in die Ecke. Die Sache, wie kann man, also Fitness ist da alles, ne? Wie kann man mit so einer schlechten Fitness überhaupt da reingehen in den Ring, Alter? 3x3 Minuten kämpfen wollen. Digga. Wisst ihr, wie lang 3x3 Minuten sind? Wisst ihr, wie lang 3 Minuten kämpfen alleine ist? Das ist halt, das ist unmöglich zu schaffen, konditionell, wenn du da nicht vernünftig trainierst. Touch, ready? Ready? Time, stop. Ready? Ready? First round, fight! Und Bernd Kornmeier hat den Kampf jetzt freigegeben und für Stefan wird es darauf ankommen. Bam, erste gefangen direkt. Direkt die erste linke gefangen. Möglichst lange hier im Stand seine Aktion setzen zu können. Der erste linke hat er schon gefangen. Julia, starkes Mädel. Digga, was war das denn? Was war das denn? Guck mal jetzt bitte. Zieht der extra nicht durch? Der hätte sie doch am Gesicht jetzt treffen können. Achtung mal. Der erste linke hat er schon gefangen. Hat er absichtlich nicht zugehauen? Nur angetäuscht? Julia. Und jetzt hier, achtet mal jetzt. Starkes. Auch wieder weggezogen. Nur weil sie ein bisschen nach hinten gegangen ist. Und danach dreht er sich auch noch weg. Also, guck mal, der kennt nicht mal. Ey, ich sehe das schon kommen, ne? Auf YouTube, die Reactions. Genghis redet wieder. Als wenn er alles besser kann, warum geht er nicht selber dahin? Pass auf, ne, für die ganzen Idioten, die auf YouTube das jetzt kommentieren wollen. Ich gehe da selber nicht hin, weil ich kein Vollidiot bin. Ich habe absolut nicht die Kondition für sowas. Kein Stück, Alter. Ich gehe zweiten Stock die Treppen hoch und bin konditionell am Ende und kotze meine Lunge aus. Aber dann melde ich mich auch nicht bei sowas an, wenn ich das nicht kann. Und wenn ich konditionell so im Arsch bin. Aber die Kondition und Technik ist ja eine andere Sache. Und du lernst bei deinem ersten Sparring, noch bevor du in den Ring gehst, lernst du doch, dass du dich so nicht wegzudrehen hast. Dass du deinem Gegner nicht den Rücken anbietest. Erst recht nicht beim MMA. Mädel. Knapp. Bam. Einmal die Füße ins Gesicht. Und zwar nicht auf die schöne Art und Weise. 80 Kilo Kampf erprobt und die greift hier gleich. Für alle Fußfetischisten an dieser Stelle. Gleich an, setzt Stefan unter Druck. Und wieder schön. Oh, er guckt auch nicht, wohin er schlägt. Guck mal, er schlägt blind. Das ist auch eine Sache, die du lernst. Direkt. Er kennt die Basics nicht. Die Basics kennt er nicht, ne? Guck hin, wohin du schlägst. Schlag nicht blind. So. Blickführung beim Boxen. Vom Stand brauchen wir gar nicht reden. Scheiß mal auf den Stand. Aber alleine, dass er sich wegdreht und dass er nicht dahin guckt, wo er hinschlägt und dass er sich
er versteckt sich halt, ne? Das ist halt typisches, das machen immer Anfänger, die Angst haben, einen in die Schnauze zu kriegen. Schön die Linke, zwei, dreimal jetzt schon mit der Linken durchgekommen. Ja. Die macht auch gar nicht ernst. Die macht auch gar nicht ernst. Die macht ganz locker. Die macht ganz locker. Die wird den, die hätte den schon gefressen. Er hofft auf ihre Unterwäsche nach dem Kampf, deshalb nur halbe Kraft. Ich frag mich auch, was dieser Otto in der Security-Branche tut. Ich frag mich ernsthaft, welcher Security-Typ den einstellt. Boxerisch ist ja eindeutig die bessere, das zeigt ihr ja schon in dieser Anfangsphase des Kampfes. Immer wieder die linke, die rechte hat sie gar nicht eingesetzt. So, jetzt links, rechts und ein harter Kick. Er hat auch voll Angst vor den Körpertreffern. Er hat richtig Angst, ne? Er weiß gar nicht, wo er zumachen soll, wie er zumachen soll. Zum Kopf von Stefan. Er ist auch nicht fokussiert, er guckt die ganze Zeit nach außen, habt ihr gemerkt? Schaut euch mal seine Blicke an, er guckt die ganze Zeit, glaube ich, in seine Ecke rüber oder so. Ich glaube, auch jetzt nach dem Kick hat er gemerkt, okay, die Alte macht ernst. Ja, das sieht man natürlich, obwohl Julia eine Frau ist, aber Julia hat halt einfach Kampferfahrung, die dem Stefan leider ein bisschen fehlt. Na, er hat früher mal Kickboxen gemacht, aber das ist auch schon 50 Jahre her. Und ist natürlich schwieriger gegen so eine... Er hat mal Kickboxen gemacht vor 5-6 Jahren. Digga, was hat er gemacht? Hat er da mal 2 Stunden reingeschnuppert und Aufwärmen mitgemacht oder was? Kampferfahrene Frau anzutreten, ist klar. Und sie hat Kraft, das sieht man auch. Und sie ist wieder stark, auch mit den Füßen. Hartes Knie zum Kopf. Ja. Und wieder eine Runde an den Füßen geschnuppert. Na, versucht jetzt hier erstmal mit Kicks da hinaus. Aber man muss sagen, die Alte sieht auch killer aus, ne? Mit den Narben, Alter. Die ist größer als er. Ich weiß gar nicht, ist die auch schwerer als er? Die sieht mit den Narben schon killer aus, ne? So, Fassung zu bringen, atmet schon tief durch, der Stefan. Dreimal drei Runden kann natürlich auch sehr lange sein, wenn man nicht hundertprozentig trainiert ist. Und immer wieder dreht er sich immer weg leicht und sie kommt und kommt in die Linke. Ich muss aber sagen, Julias Körper ist jetzt aber auch nicht so on point, ne? Also da habe ich schon durchtrainiertere Frauen gesehen in dem Sport. Die ist schon ein bisschen chubby, ne? So Bauchspeck und so. Der Hintern ein bisschen schlaff, oder? Männer, was sagt ihr? Schön zum Kopf durchgekommen. Ja, immer wieder die Linke, mit der ist er wirklich schnell. Sie macht jetzt einen Auslagewechsel, um die Linke mit der hinteren Hand zu bringen. Und sie schaut, bomm. Oh. Ja, dass die hübsch ist, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich meine jetzt vom Fitnesslevel her. Das Knie, nochmal das Knie und jetzt wieder abgedreht. Mal, da zieht das Gesicht. Hart getroffen worden, hat wehgetan. Bisher ist er noch nicht mit einer Aktion durchgekommen, der Stefan. Aber natürlich auch Respekt, das sieht man. Es tut weh, wenn man da nach vorne geht. Jetzt wird er zum Psycho, ne? Sie nennen mich Psycho. Ja, das haben wir gesehen, Alter. Was du vom Psycho bist. So, wieder mal Auslagenwechsel. Bei Julia. Starke Kämpferin. 3 Kämpfe bislang im MMA. Alle 3 gewonnen. Alle 3 vorzeitig. Und ich finde das geil, wie sie ihm jedes Mal in den Arsch tretet. Wenn man sieht, wie sie ja zur Sache geht, dann kann man sich das gut vorstellen, dass es schwer ist, gegen sie zu bestehen. Als Frau vor allen Dingen. Wenn sie ja den Stefan vermöbelt, immer auf. Ja, oder seine Arbeitskollegen, Digga. Stell dir mal vor, der kommt wieder an die Tür. So, Freitagabend. Ah, du hast übrigens mit dem Stefan heute die Tür, ne? Denkst du auch so, Alter, nee, ey. Kann ich nicht mit einem Mann zusammenarbeiten? Auch wieder das Knie wunderbar eingesetzt. Ja, Julia dominiert den Kampf, sie lässt sich Zeit. Und vom Stefan sollte mal einen beherzten Angriff machen. Ja, das war noch nicht rum. Das war nur die Markierung für die nächsten 10 Sekunden. Ja, ich wollte gerade den Boden zwingen. Fällt vom Bett!
Also die erste Runde braucht man sich nicht drüber groß. Nee, die erste Runde ging ganz klar an Julia. Ja. Stefan hatte mal, glaube ich, am Anfang. Na, gleich wieder die Füße von Julia in der Fresse. Gar keinen Bock. Zwei Fäuste am Körper landen können. Aber Julia hat auch, ich denke mir, sie hat sogar Tempo rausgenommen aus dem Kampf. Ja, natürlich hat die Tempo aus dem Kampf rausgenommen. Seid ihr blind, Alter? Die hat teilweise Tritte voll läsch gemacht, so gar nicht durchgezogen. Und will wohl noch eine Runde mit Stefan kämpfen. Wenn man jetzt Stefan anguckt, der pumpt schon ganz schön wie Maikäfer. Also die erste Runde hat ihn schon ziemlich Kraft gekostet. Nee, warum kämpfst du nicht gegen einen Flying Uwe, wenn sie unbedingt gegen einen Mann kämpfen will? So, der Flying Uwe wird sich nicht drauf einlassen, aber selbst wenn er sich drauf einlassen würde, er wird die einfach zerlegen. Er wird die einfach zerlegen. Und Flying Uwe ist jetzt nicht der krasseste MMA-Kämpfer. Oh, hat sie. Bin wie TNT. Explosiv, Kämpferherz, echter Schmerz im Oktagon, Actionblatt. Aber guck mal. Sie selber macht hier auch die Augen zu, ne? Da merkst du halt, sie hat auch erst 3 Kämpfe gemacht, ne? Sie ist auch noch nicht so erfahren. Sie kämpft auch noch nicht so lange. Seht ihr das? Er will sie schlagen und sie macht auch die Augen zu. Das wird dir normalerweise abtrainiert, so eine Geschichten. Das heißt, wenn da jemand wäre, der aggressiv auf dich zugeht, sieht sie die Schläge nicht kommen. Das ist absolutes K.O.-Kriterium. Wäre ich der Trainer und ich würde mir dieses Video angucken und ich würde das hier so sehen, wie sie die Augen verschließt bei einem auf sie zukommenden Schlag. Ne? Also wir müssen ja auch mal ein bisschen darüber reden. Ne? Ich meine, sie ist hier klar überlegen. Aber sie redet ja davon, dass sie Männer fertig macht, die auch was können, ne? Und das machst du aber nicht, indem du die Augen zumachst, wenn ein Schlag auf dich zufliegt. Weil das kann sein, dass danach die Augen zu bleiben. Hat man gerade wunderschön gesehen, fand ich. So, zweite Runde. Mal schauen, ob Stefan die Kraft hat, hier das durchzustehen. Trainer ruft also mal locker stehen, das ist aber gar nicht so einfach, wenn man da drinnen steht. Na gut, er hat immerhin die erste Runde, aber ich würde dem Stefan auch empfehlen, die Hände ein wenig höher zu halten. Weil Julia kommt natürlich immer mit ihrer schnellen... Sie ist natürlich auch groß, 1,82. Und ihre Reichweite schön wieder die linke reingedrückt. Aber jetzt wird er aggressiver. Jetzt versucht er, hier ein paar Treffer zu setzen. Zack. So, sie sagt jetzt hier, komm, Junge, hau, versuch mich mal zu treffen. Komm, komm. So langsam wird es hier ein bisschen ruppiger. Ja, sie hat ihn schon am Hals. Ja, er versucht sie ihn versucht, ihn zu schmeißen. Ja, ja. Ist am Boden. Er hat mir vorher gesagt, wenn es am Boden geht, dann will ich mal abwarten, was kommt. Aber war immer wieder harte Treffer zum Kopf. Aber also zumindest ist er wieder nach oben gekommen. Aber Stefan ist immerhin wieder aufgekommen. War aber cool. War cool gemacht, muss ich sagen. Hat er 2-3 Treffer einstecken müssen, aber da hat er echt gut gelöst, die ganze Sache. Tja, guck mal, wie er wegrennt vor ihr, alter Junge. Was ist das denn? Deswegen, guck mal, das alles, ne, seine ganze, das alles resultiert aber daraus, dass er keine Luft mehr hat. Er kann sich nicht wehren, er kann nicht angreifen. Warum? Weil ihm die Puste fehlt. Deswegen, ey, A und O ist die Puste. Dem fehlt die Luft. Deswegen rennt er weg. Deswegen kriegt er die Fäuste nicht hoch. Deswegen kann er nicht zurückschlagen. Ihm fehlt die Puste. So, langsam hat er aber genug Schläge kassiert. Also, dreht halt immer wieder weg.
Sie ist eindeutig hier die Dominierende im Ring. Aber gefällt mir gut, ihr Kampfstil, ihre Aggressivität, ihr... Machst du den hier? Ich würde gerne wissen, was da passiert. Was ist, wenn die jetzt wirklich einen Bodenkampf haben und die sind sich da am Grappeln und so weiter und er kommt mit seinem Finger ihrem Loch zu nah. Was ist denn dann? Macht es auch geschickt. Kombiniert mit dem Knie, mit dem Fuß, mit den Fäusten. Im Moment kann Julia keinen Final Punch landen. Ja, weil er das immer wieder wegdreht. Ja, da war man nicht schlecht. So, und auch nochmal die rechte. Oh, der hat wieder... Voll auf die Nase, Dinger. Voll auf die Nase. Wehgetan. So, geht er dazwischen. Bernd Kornmeier. Und bricht den Kampf ab. Durch technisches K.O. in der zweiten Runde gewinnt Julia aus der roten Ecke. Ja, technisches K.O. So, so. Wie er sich dann auch wieder wegdreht. Aua, ich habe mir ein Gesicht geschlagen. Das ist mir auf der Arbeit noch nie passiert. Von mir und von allen hier Beteiligten absoluten Respekt. Waren die Fäuste härter als die Gummifaust? Ja, ja, um einen Ritt. Was für ein Gefühl hattest du beim Kampf? Als würde ich gegen eine Mauer rennen. Die hat sich krass verfolgt, ja? Auf jeden Fall. Was würdest du nach diesem Kampf den jungen Zuschauern, jungen Kämpfern mitgeben wollen? Tretet nicht gegen Julian. Du hast einen sensationellen Kampf gezeigt. Vielen Dank und du gehst auf jeden Fall als Gewinner der Herzen raus. Guck mal, der wollte sie umarmen. Der wollte sie umarmen und die nimmt seine Hand und hält die Hand hoch. Das war nur die Aufwärmung, jetzt will ich den nächsten bitte hier rein. Ja? Will jemand rein mit mir? Ich habe jetzt voll Bock, ich bin nur aufgewärmt. Okay, okay. Seid ihr sicher? Ich komme. Komm noch in eine Runde, jetzt direkt. Ich würde es machen. Ja. Jetzt sofort würdest du gegen Julia antreten. Ja. Sie geht sich vorbereiten. Wie war das Gefühl? Okay. Jetzt kämpft ein anderer Mann gegen sie. Gegen Stefan anzutreten, überhaupt gegen einen Mann anzutreten. Ja, ich mache ja jeden Tag Sparring mit den ganzen Männern, aber jetzt mal so richtig im Cage, dass es so richtig original ist, ist voll stabil Gefühl und so. So ein Mann vor mir, das ist stabil, ja. Ist voll stabil Gefühl und so. Alter. Die ist echt hardcore, ne, was das Reden angeht. Aber naja, gut. Ich verzeih sie, weil sie so süß ist. Du hast auch sehr, sehr schön gekämpft. Du bist, warst in der ersten Runde, hast du im Stand eher, bist auf Stand gegangen. Danach in der zweiten Runde bist du eher auf dem Boden. Dass wir ein bisschen so auf Distanz erstmal arbeiten, gucken, wie der überhaupt macht, weil wir kennen ihn ja gar nicht schon so. Und dann gucken wir halt. Und dann mitten im Kampf hat er mir gesagt, ich soll runter mit dem gehen, habe ich dann gemacht. Und dann der unten, bam, 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 wieder hoch. Was sagt... Oh Gott, ja. Ey, ich meine, guck mal, wie Assi die so schon redet, ne? Ich würde gern wissen, wie die so im Bett redet, Alter. Digga, wenn die da auch so versaut ist und so assi ist. Dein Trainer dazu, wie war der Kampf? Odlično, odlično, dobro je spremna bila i radila je baš kako sam rekao da radi. Odlično se sam slušala me i napravila je dobar posao i zadovoljen sam s njom. Er ist eigentlich ganz zufrieden, ich habe die Arbeit auf ihn gehört und genau. Willst du was den Zuschauern draußen sagen? So wie ich jetzt bin, war ich nicht vom ersten Kampftag an. Ich wurde auch viel ausgelacht, weil ich das und das nicht konnte. Ich habe mich sogar geschämt, Schattenboxen zu machen. Jetzt würde ich sogar in der U-Bahn Schattenboxen machen. Meldet euch oder geht Probetraining, das wird aus euch auf jeden Fall mehr herausholen. Seid ihr euch immer noch sicher, dass ihr jetzt den zweiten Kampf machen wollt? Safe. Braucht diese Frau... Aber gute Message. Hier drin. Bisschen habe ich schon damit gerechnet, dass sie ausrastet und noch mal kämpfen will. Wir stellen euch jetzt die Gegnerin vor.
Also ich dachte, sie kommt jetzt sofort rein. Mein Trainer dachte, sie kommt sofort. Wir wussten nicht, jetzt natürlich unterschreiben. Doktor, kann ich alles verstehen, muss so sein. Ich habe ihn dann abgekühlt, hat jetzt nicht gepasst. Ich würde gerne, dass wir nochmal, ich würde gerne, dass wir kämpfen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Mein Trainer sagt auch ja. Es ist jetzt alles sehr emotional gewesen. Also, die andere, die sieht mehr wie ein Kerl aus als der Security-Typ. Sagen wir es mal so. Die macht einen stabileren Eindruck als der Stefan. Sarah, du hast dich vorbereitet gerade. In der Zeit bist du abgekühlt. Also ich würde gerne gegen Julia antreten, wenn du das möchtest. Sehr gerne, ich bin auch bereit. Wir treffen uns hier wieder mit Vorbereitung bei Fame for Pain, ja? Yes. Ja. Die mussten unterschreiben, es muss ein ärztlicher Check sein und so weiter. Deswegen hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und natürlich ist in der Zeit Julia kalt geworden. Aber wir werden diesen Kampf organisieren. Wir werden beide nochmal einladen. Jetzt würde mich interessieren, ob diese andere, die da jetzt reinkam, die jetzt kämpfen will, ob die Kampferfahrung hat oder nicht. Also die wirkt ja sehr selbstbewusst, ne? Ich meine, die hat den Kampf gesehen und denkt sich, Alter, die kann ich weghauen. Das wird die größte deutschsprachige Kampfshow. Fame for Pain. Fame for Pain. Frau gegen Mann. Wir und ihr da draußen durften alle dabei sein. Ich bin den Zuschauern hier im Studio dankbar, dass ihr da wart, dass ihr unterstützt habt. Ich bin dem Team dankbar, dass sich vorbereitet hat, dass alles hier aufgebaut hat. Ich bin den Kämpfern dankbar, denn ohne die wäre das alles gar nicht hier passiert und wir konnten das alles gar nicht anschauen, wir hier, ihr da draußen. Dankeschön an die Kämpfer und vor allem Dankeschön an euch da draußen, die das unterstützen, kommentieren, liken und verbreiten. Dank euch werden die Sportler einen neuen Ort haben, die Show wird wachsen und hier werden sich die Sportler und neue junge Talente, die vielleicht jetzt zuschauen, die vielleicht noch gar nicht mit Kampfsport angefangen haben, sich verwirklichen können und dass Fame for Pain euch Kraft und Motivation gibt in verschiedenen Lebensbereichen, nicht nur im Kampfsport, um nicht aufzugeben, sondern weiter zu kämpfen. Die haut die Julia um, wetten? Naja, ich sag mal so, die Art von Mädels trifft man in Essen ziemlich oft. Insider wissen Bescheid. Du hast kommentiert, die Kämpfer, die Familien, das gesamte Team freut sich über eure Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um die nächste Show nicht zu verpassen. Fame for Pain, die größte Kampfshow im deutschsprachigen Raum. Dankeschön. Fame for Pain, lass uns in den Käfig gehen. Ich trete gegen ihn an, bin wie TNT. Explosiv, Kämpferherz, echter Schmerz im Octagon, Actionblatt. Fame for Pain. Actionblatt. Ja, Stefan, du warst enttäuscht auf ganzer Linie, Bruder. Aber es war klar, dass du enttäuschen wirst, von daher ist es nicht schlimm. Es war klar, dass du auf die Fresse kriegst. Trotzdem Respekt, dass du dich mit so einer schlechten Kondition dahingestellt hast. Ich hoffe, du hast wenigstens vernünftig Geld dafür gekriegt. Alles andere wäre traurig. We'll be right back.